jetzt komme ich. Chris, bist du hinter mir? Mhm. Perfekt. Ihr sagt, wenn ich weiterfahren kann, ne? Ja, kannst. Ich bin hinter dir. Hast du lange gewartet, bis ich meinen Aufleger wieder angehangen habe? Meinst du mich oder Christian? Christian. Ja, ich hab so lange gewartet. Vielleicht keinen Bock, jetzt an dir vorbeizuziehen. Ja, hättest du auch sagen können, dass ich meinen Auflieger stehen lassen habe. Hab ich erst gemerkt, als ich mit auf dem Kreuz war. Ich hab das auch nicht gesehen. Ich hab ja anstatt Y habe ich T gedrückt für den Chat. Oh, Alter. Was denn? Frame weg, Frame weg. Ah. Bei mir oder bei dir? Bei mir. Ja, ich aber auch. Deck ich rum bei dir, Christian? Nein. Gut. Dann liegt's am Server. Du, ganz ehrlich, bei mir leckt das überhaupt nicht. Ja, bei mir stockt das echt übertrieben. Boah, diesmal habe ich eine rote Welle, oder was ist los? Ich muss es ewig bremsen, weil ich schneller bin als ihr. Weil ich weniger Fracht habe. Meins ist leichter als euers. Tempomat. Boah! Ah, Lex sind weg. Auf einmal. Da musste ich erstmal die Bremse drehen. Da war mir das ein bisschen zu schnell. Was denn? Ja, ging plötzlich auf einmal wie ein warmes Messer durch Butter. Ja, was denn? Ja, plötzlich auf einmal keine Frame-Einbrüche mehr. Ja, das habe ich auch so gemerkt. Einfach plötzlich auf einmal war dann keine Frame-Einbrüche mehr. So, wir müssen links, ne? Nach links, also, ne? Perfekt. Ja, ich muss geradeaus weiter. Ja, das ist ja links. Das ist nach links, im Übrigen. Ach so. Man ja, kann nicht auf grade. Die Autobahn jetzt links fahren. Doch, das kann man. Das ja. Sollte man unterlassen. Ja, sollte man vielleicht, genau, als Geisterfahrer. Oh, wow, wow, wow. Ich hab gebremst, ne? Ja, ich habe das gerade gesehen. Ich werde beinahe in den Trailer gefahren. Müsste eigentlich auch meine Bremslichter geleuchtet haben. Ich habe da nicht drauf geachtet, du. Ja, das ist vielleicht von Vorteil. Ich habe die gesehen bei Marcel, dass er gebremst hat. Erstmal kurz angebremst. Ja, jetzt achte ich auch drauf. Kurz angebremst hat er und dann ist er auf die Bremse gegangen nochmal. Positiv. Weil deine Warnleuchte hinten irritiert mich. Tut mir leid. Ich habe ein wenig mehr Gewicht drauf. Ich habe Überbreite. Da muss ich die anhaben. Ich fahre mit 13 Tonnen. 13? Mhm. Das war das F4, ne? Nein, F6. Okay. Muss einer tanken? Ja. Oh, nein. Ich habe auch 13 Tonnen nur drauf. Ja, das... Ich hab 12 Tonnen. Das Spiel checkt nicht, dass wir das Cargo-Pack haben. Ja. Ja, ich merke das. Ja, stimmt. Eigentlich müsste hier... Das müssten locker mal 60 sein, oder? Ja, ich müsste auch eigentlich mehr Tonnen haben. Weil ich einmal einerseits zweit, ja? Einmal kurz die Geschwindigkeit drosseln, ich hänge ein bisschen hinterher. Obwohl ich nur 80 fahre. Ja, ich auch. Ja, das ist ja, ich, unsynchron. Bei mir ist das Problem, ja, ihr könnt wieder schneller fahren, ich bin gleich da. Bei mir ist das Problem gewesen, ich musste auf einmal abrupt stehen bleiben, weil ich Mr. Cap sonst hinten auf dem Trailer gefahren wäre. Das kommt laggy. Deswegen sinnvoll sowieso immer genauso viel Platz lassen, wie du jetzt hast. Mindestens zwei LKWs oder so. Zwei LKW-Längen, genau so. So viel Platz kannst du auf jeden Fall lassen. Dicht auffahren ist nicht so gut, weil durch die Synchronisation ist das ein wenig schwierig, sonst im Konvoi zu fahren. Also ich habe circa eine LKW-Länge. Platz. Also willst du nicht wissen, wie oft ich schon mit wie vielen Leuten im Konvoi war? Ich bin auch schon ein paar gefahren. Ich war sicherlich schon mit 12 Leuten im Konvoi. Ja. Nicht? Ich weiß. Was, das waren wir nicht in derselben Firma? Keine Ahnung. Kannst du hier keine Werbung machen? Kannst du ruhig. Tobias, glaube ich? Ja, mit Tobi. Waren wir doch in einer Firma. Die Firma, die mich mehr oder weniger rausgeschmissen hat. Weil ich zu viele Aufträge haben wollte. Ich darüber beschwert habe, dass die keine Dingsbesetzung haben, keine Dispo-Besetzung. Und dann wurde ich regulär vom TS gebannt. Also ich bin jetzt auf kompletten 90. Ich fahr 82 und fahr die weg drauf. Lol, ich bin bei 90 km/h und du bist bei mir noch voll weit weg. Ich stehe direkt hinter dir. Läuft.
Das ist das mit dem, warum dann auch immer Abstand lassen, weißt du? Ja, Synchro halt. Genau. Kriegt der Server noch nicht so ganz hin, das haben sie immer noch nicht gebugfixt. Weiß Wort. War doch war richtig so. Ja, gebugfixt, gibt's das? Ja, bugfixen. Gut. Also ich könnte bugfix, kenne ich eine Schnellmischung für einen Kuchen. Jetzt machst du hier Schleichwerbung, sag ich dir. Er hat ja die Marke nicht gesagt, also. Ja, das ist aber genauso, wir haben ja Patent auf diesen, soll ich sagen, das, auf das Wort. Genau, auf dieses Schnellprinzip. Und von daher, müsste eigentlich auch jeder wissen, der Backen. Also ich muss hier runter. Jo. Ich folge dir. Jo. Ich mach's einfach mal zwangsweise. Ja. Nein, nicht zwangsweise, weil du uns gern hast. Das sollst du lügen. Lüge nie. Welchen Server sind wir eigentlich? EU1. Ah! Du kannst dir doch wohl denken, dass ich vor dem Gas runtergehe. Wow! Ja. Und drauf gefahren. Hast du Schaden? Nö. Gut. Abstand bitte. Hab ich doch. Der vergrößert sich bei mir sogar schon. Bis ich meine Tonnen hier in... Jetzt nehme ich mal meine Heckbremse, meine Aufliegerbremse. Oh, ich stehe. Oh, okay. Die Bremse ist doch dann gut. Da hat mein Fernseher geknackt. Ja, passiert, würde ich sagen. Oh, ich habe ein bisschen die Wiese mitgenommen. Ja, bei mir geht's irgendwie gerade ein bisschen auf die andere Straßenseite bei mir. Von vorne kommt einer. Ja. Fahr hinter dir. Ich kleb an deinem Hintern schon. Ich habe hier gerade irgendwie 3 LKW-Längen Platz zwischen dem Mr. Cap. Ja. Weiß nicht, wie es bei mir aus. Cap ist gerade nämlich mein Totenwinkel. Klebt ja, jetzt seht ihr leicht. Ja. Habe ich wieder Abstand gelassen. Aber Heavy lag mein Spiel trotzdem doch, ey. Ganz komisch. Ja, du nimmst ja auch auf, ne? Du musst ja Doppelleistung. Ja, meine CPU ist auf hohen Auslastungen. Wird Zeit, dass der aufgerüstet wird oder ich mir einen neuen hole. Nächsten Monat. Neues Motherboard. Techscore. Ja, du. Ich freue mich. Wie ein kleines Kind, wie Weihnachten. Hab Tempomat wieder an. Marcel? Mhm. Wie schon gesagt, ich hole mir nächsten Monat meine neue Grafikkarte, kannst du meine haben. Ja, hast aber gesagt, du brauchst willst Geld dafür haben. Bitte? Wie viel willst du denn für deinen haben? Was hast du? Achso, okay. Ich hab die Nvidia GeForce GT36, dafür möchte ich 20 Euro haben. Die muss ich jetzt mal wieder zusammenkriegen. 20 ist lächerlich. Wie lange hast du jetzt in Benutzung? 2 Monate glaube ich. 2 Monate? Könnte man noch verlangen. Noch lange. Ja. Könnte man noch verlangen. Aber nur mit allem Zubehör, ne? Bitte? Nur mit allem Zubehör. Ja, ja, ist alles drin. Auch das Crossfire-Kabel. Ja, da war kein Spy. Da war kein Spy? Nein. Wie langweilig. Stehe, stehe. Ich bremse ab. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Unfall. Wie war das? Der letzte in der Reihe macht erstmal Warnblinker an. Der hört sich nicht gut an. DB Schenker. Alter, hier gerade vor die Lecks. Busse. Muss ich nicht anhalten. Schon wieder echt Frame-Einbrüche hier. Ich hab keine. Tito. Ich kann's ja gut sehen, weil bei mir ist eine FPS-Anzahl. Ja. Bin nur bei 6. Ja, die anderen können meine Musik auch hören. Uns und vor uns fährt einer. Schon mal so als Vorwarnung. Und seid ihr auch hinter mir? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter Mr. Cap. Ich sehe dich. Ich habe zwar ein paar mehr LKW-Längen Abstand, weil ich so komisch rumbagge. Ja, ich lasse mich gerade rollen. Sag, wenn ich wieder Gas geben kann, ich roll nämlich nur. Jo, jo. Ich muss wahrscheinlich... Ja. Rechts steht einer. Jo, gesehen, ich bin hinter dir.
Kannst du wieder Gas geben. Positiv. Er fährt wieder auf der Autobahn, auf die Straße rauf. Ja, wolltest du ihn vorlassen? Ein Shadow. Ja, ich lass ihn vor, das... Ja, ist ja noch nicht vorbei gewesen. Ich muss links. Das ist schon mal West. Jo, jo. Ja, ich auch. Alter, was ist hier los? Na, kein Wunder, wir sind doch in der Nähe der Stadt. Vorne immer, doch, nee, keine Ahnung. Habe ich jetzt auch die Schnelle nicht drauf geachtet. Was war das für einer, der uns gehen kam? Volvo oder MAN? Volvo. Ja, okay. Kannst aber nochmal nachschauen im Video. Ja, ich mache mir die Mühe, um nachzugucken, ja. Ich glaube, das war ein Volvo. Wir können ja Wetten abschließen. Ich sag auch Volvo. Ja, ich auch. Verdammt, ist ja jetzt, wer wettet dagegen? Niemand. Hört man dir der Frage, ne? Die Zuschauer. Dann, ja, die haben es ja auch gesehen, ne? Die achten ja auf Details mehr wie man der Fahrer. Ah, ich sehe den Blinker, okay. Ab auf die Autobahn! Mit Lex! Ich habe keine Probleme. Ja, du hast auch eine bessere Grafikkarte als ich! Ja, und als ich. Und ja, ich... Ja. Marcel, du hast eine neue. Ich hoffe, der passt bei mir rein. Das ist eine DDR3, es geht. Oh, hier steht einer rechts. Ja, aber da haben wir genug Platz zu. Die Sonne blendet. Machen nur ein bisschen. Ich hab extra eine Sonnenblende drin. Ich nicht. Unfall, linke Seite. Jo, seh ich. Der steht aber gut. Ja. Von rechts kommt was. Ich sehe, ich höre ihn nur, sehen tue ich nicht. Oh, wir haben hinten. Ja, direkt parallel zu dir ist der jetzt. Ich bremse ein bisschen nach. Oh, was hat der denn gemacht hier? Ich lass ihn mal vor, ne? Ja. Ja, und das Getriebe von dem Typen hört sich auch nicht gut an. Wunder, ich habe noch keinen Unfall, ich muss wieder rechts runter. Oh, oh, stopp. Ja, ich auch. Ja, gut. Jetzt muss ich voll in die Eisen gehen. Warum? Weil du gerade vor mir standest. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich musste abbremsen. Ja, ja, habe ich schon gesehen. Ich stand ja auch schon auf der Bremse. Nur irgendwie so, weiß nicht, bist du nicht wieder in der Bette gekommen. Ja, MAN halt. Aber MAN halt, genau, das wollte ich gerade sagen. So ist das. Wo hast du gesagt, musst du hin? Also, Cap. Ich muss noch weiter. Jetzt auf einmal. Immer noch, ja. Hä, hey, ich hab gedacht, du hast die Frage nicht gekriegt. Doch, hab ich dir gesagt, hab ich wieder bekommen. Ach so, okay. Ja, meine Fracht nach Rotterdam. Hinten ist frei, wir könnten so problemlos rauffahren. Die Bahn, wo wir drauf kommen, wird zur Strecke. Hä, hey, bitte was? Die Auffahrt, wo wir raufgefahren sind, die wurde zur Fahrbahn, da brauchen wir nicht in die anderen Fahrbahn reinfahren. Nee, ich hab gesagt, dass von hinten nichts kommt. Ja genau, da brauchst du auch nicht sagen, dass von hinten nichts kommt. Es gibt aber manche Idioten, die mit voller Kanne draufhalten und einen mal gerne rammen. Ja, okay, das stimmt. Da kommt, würde mich jemand überholen? Ja, mich schon überholt. Ja, Chris, bitte beim nächsten Mal eine Information. Ja, komm, ich sehe ihn. Noch einer ohne Licht. Ich nutze den Trick, ich fahre rechts runter und rechts dann wieder hoch. Ja, dass sie vorbeifahren können. Hinter mir ist erst einer, der versucht mich zu holen. Ja, zieh mit rechts runter. Ja, ich bin direkt hinter dir. Achso, klebst hinter mir. Okay. Ja, ich klebe an deinem Trailer. Ey, du willst Benzin sparen hier. Ja, natürlich, da hast du raten, warum der so schwer ist. Warum ja, ich wundere so mich schon. Aber der Scania, der hat ja richtig Power hier unterm Hintern. Der zieht ja, die... Der zieht das an wie nix. Überleg mal, du hast 750 PS. Mhm. Und am Arsch. Sind bei mir ist vorbei. Ich glaube, du wirst gerade überhaupt, Cap. Nein. Kannst du reinziehen. Ja, ich bin doch schon reingezogen. Hinter mir ist eine Chris. Ja, jetzt bist du reingezogen. Wow, aber du bremst mich aus. Ist halt eine Steigung. Ja, okay, gut. Das hättest du mir sagen können. Ich habe nur noch rot gesehen. Warum rot? Achso, ja, stimmt. Deine zwei Auflieger. Und ein bisschen grau. Ja, das habe ich, das war. Einer tanken?
Nein. Nope. Alles klar, wir stellen uns dann hinter der Tanke auf. Wolltest du tanken? Okay. Du wolltest tanken. Nein, LKW von hinten. Ja, verstanden, ich fahre ein bisschen nach rechts. Ein bisschen Standstreifen, dass er vorbei kann. Er zieht jetzt vor mir rein, weil ich irgendwie 5 LKW-Längen hinter Mr. Cap bin. Die ziehen immer vorhin rein, weil durch das Unsynchron sieht es bei denen anders aus als bei dir. Daher ist immer... Jetzt geht er wieder raus. Ja, wenn du jemanden überholst, musst du immer abwarten, ob er... Gold und Credits. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.